Europas riesiges Gebirgsmassiv. Es ist eine der größten natürlichen Barrieren aus Fels, uralten Wäldern und tiefen Schluchten. Die Alpen teilen den alten Kontinent in zwei Hälften, Nord und Süd. Dieses schroffe Felsmassiv zu überwinden, einfach zu überfliegen, ist einer der ältesten Träume der Menschheit. Zwei Männer wollen sich dieser Herausforderung stellen. Von Süd nach Nord, von Italien nach Bayern. Nur mit Hilfe des Windes und der Sonne. Von der italienischen Poebene über die Dolomiten und den Alpenhauptkamm bis an den Chiemsee.